Hallöchen, zunächst den Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier den Airbus A-Series am Start. Ist wohl, ja, eine Traktorfirma, die früher mal eine Fahrradfirma war. Scheinbar laut, wie ich das jetzt rausgefunden habe. Google sei Dank, denn ich wusste nicht, was das sein soll. So, 120 PS Standard, 150 Liter Sprit und 40 km/h soll er wohl laufen. Passt soweit, würde ich sagen. Die Hauptfarbe könnt ihr ändern. Das ist aber nur der hintere Teil hier. Und die Felgenfarbe könnt ihr auch abändern, wie ihr wollt. Ne? Die sind die Variationen, was hier oben möglich sind. Dann hätten wir hier die Konfiguration mit Standard und dem 500 Kilo Gewicht oder halt wieder Standard. Reifenhersteller wären mit Trelleborg und Nokia die einzigsten. Bei Trelleborg kann man noch auswählen aus Radgewichte, Breitreifen und Gewichte. Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten und dann immer wieder die Breitreifen. Ne? Zwillingsbereifung hinten und dann wiederholt sich das mit Standard dann auch schon wieder. Genau. Rundlader könnt ihr noch hinmachen mit Ja oder Nein und mehr geht hier auch nicht. So. Und ich sage, kaufen wir mal die Kiste und gehen mal rein in die Sache. Hier steht er auch schon. Ja, so sieht er aus. Wie gesagt, die Firma sagte mir gar nichts. Die stellen wohl aber auch scheinbar kleinere Traktoren her. Das ist natürlich schon ein bisschen arg bunt geworden, die Kiste, aber ja. Gut, wir fahren mal rein in die Kiste. Innen drin sieht es dann so aus, alles. Man kann aber nichts einstellen, weder mit Simple IC noch mit irgendwas. Da geht gar nichts. Genau. Deshalb würde ich sagen, gucken wir mal nach der Hupe. Ja, ein bisschen anders wie sonst. Und lassen wir den Motor an. Ich denke, man kennt den Sound. Ja, der eine Fuß wird wieder betätigt. Das funktioniert soweit. Lenkrad wird eigentlich ganz gut in die Hand genommen, das passt auch soweit. Schalthebel passt auch. Das funktioniert auch, da ist alles eingestöpselt. Belastungszaun ist auch da. Passt. Frontlader habe ich schon getestet, funktioniert. Gibt's nichts zu meckern hier. Ach, habe ich gar keinen hingemacht jetzt. Hehe. Ja, ich weiß aber, dass er auf jeden Fall funktioniert. So, Fronthydraulik gibt es ja keine. Lenkung ist da ein bisschen langsam. Ich bin vorher nämlich schon umgekippt hier. Traktor sieht er aus. Ich denke, da kann man nichts sagen. Es passt soweit. Spiegel wollte ich noch sagen. Genau, die funktionieren. Das Set. Auch der kleine funktioniert. Ja. Gucken wir mal kurz noch in die Nacht rein. Ja, einmal Licht. Zweimal Licht. Dreimal Licht. Geht hier nochmal was an. Viermal Licht wieder alles aus. Hier drin gehen auch ein paar Knöpfchen an. Ihr seht es hier. Jetzt sagen, das ist okay so. Passt. So, wie sieht es mit den Blinkern aus? Na, man sieht sie nicht, man hört sie aber. Vorne, die beiden Seiten, die tun beide. Genau. Hinten, die eine Seite, die andere Seite. Passt. Gut. Ja, Logdatei. Und da haben wir das Problem, dass wir hier noch Warnings drin haben. So einiges, ja. Also von dem her, Fehler hat er leider immer noch. Oder was heißt immer noch? Er hat Fehler. So rum. Und ja. Wenn ihr ihn haben wollt, wie immer, Link ist unten in der Beschreibung drin. Videobeschreibung. Da könnt ihr ihn dann wieder runterladen. Und dann habt ihr noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.